Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Es ist doch einfach alles scheiße! Moment, ich muss gerade hier. So. Hallo Leute und willkommen mal wieder zurück zu meinem Japan-Let's Play. Ja, Hearts of Iron 2 ist mir wieder dran. Ja! Leute, es geht mir wieder weiter! Ja, warum geht's wieder weiter? Weil es unbedingt mal weitergehen muss. Es gibt einen Haufen Sachen, die ich erzählen muss. Es gibt einen Haufen Sachen, die ich tun muss. Okay, das war ziemlich gespielt, aber macht nichts. So, erstmal zum Thema Cheat. Irgendwie hat die Hälfte gesagt, ja, macht nichts, wenn du benutzt. Und die andere Hälfte meinte irgendwie, ist scheiße, wenn du es benutzt. Jetzt gucke ich mich selber damit an und sage einfach mal, der Cheat, der hilft mir eigentlich kaum. Ich gebe ihn einfach ein. No, re, volts, könnt ihr euch angucken. Bam. So, ups. Das war das. Ah, ne, das war schon richtig. Nur das ist die Fraps-Anzeige nach oben gegangen. Okay, ich habe keinen Countdown gemacht. Wie lange habe ich jetzt gesprochen? Etwa 2 Minuten, vielleicht weniger. Macht nix. Dann sind es halt nur 28 Minuten, die ich jetzt auf die Uhr gucken muss. So, mit dem No-Revolts-Cheat bekomme ich keine Revolten mehr. Das bedeutet, dass ich alle Divisionen, die so hier von meinen geschätzten Verbündeten habe, kann ich so woanders hinstellen. Zum Beispiel den jetzt Küstenabwehr oder an die Grenze der Sowjetunion oder an sich, ich kann ihm mal sagen, ob wir abgeben, dann bekommt er seine ganzen Leute wieder und dann stellt er sie eigentlich alle in der russischen Grenze, da wo ich sie auch haben will. Also, ja, das hilft schon. So. Jetzt zum nächsten. Mein Internet spackt ein bisschen rum. Ich weiß, dass ihr es jetzt erst hört, wenn es schon wieder gut läuft. Deswegen sage ich es schon mal so. Möglicherweise sieht ihr dieses Video erst ein bisschen später, als es eigentlich geplant war. Sorry, dass mein Internet rumgespackt hat. Dafür konnte ich nichts. So, noch was. Ja, ich hatte ja, oder soll ich es offen sagen? Ist eigentlich scheißegal. Nö, ne, sage ich es halt nicht offen. Ich behalte es für mich. Geht euch nichts an. Hahaha, ha, ha. Habt ihr genoobt? Scherz. Nee, ist einfach scheißegal. So. Port Moresby wollten wir besetzen, Leute. Und das tun wir auch. Ich hatte nämlich schon was ganz Fieses mir gerade ausgedacht. In meinen dummen kleinen Köpfe. Da ist ja eine Garnison. So. Ah, hier ist eine kleine Flotte. Die schlagen wir erstmal zurück. Und dann landen wir einfach mit unseren Gebirgsjägern hier vorne. Ja, was halt die denn davon? Dann kesseln wir diese kleine Australier-Gruppe da hinten ein. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Da gibt es eine Landverbindung. Okay, das wusste ich nicht. Okay, da habe ich jetzt wohl gelitten. Und irgendwie hat der Brite Bock, mich da zu nerven. Egal. So. Einmal hier anlanden. Jawoll, ja. Die Zerstörergruppe kommt wieder nach Druck. So. Ah, jetzt nimmt der Australier einen offenen Kampf mit mir auf. Hat ein paar Zerstörer losgeschickt. Und ein paar Kreuzer waren das sogar, glaube ich, schon. Der Brite hat ein paar Truppen dahin hingeschickt. Oh, naja, soll er ruhig machen, wenn er irgendwie glaubt, das bringt was. Auf jeden Fall sieht man, dass die KI nicht ganz so dumm ist und dass sie auch mal ein paar Truppen hinschickt zur Unterstützung. So. Ach, Kacke, jetzt muss ich gleich pissen gehen, ey. Ich glaube, da muss ich mal gleich einen kleinen Cut machen. So. Schauen wir uns mal die Welt ein bisschen an. Ich glaube, die sieht ein bisschen unaufgeräumter aus jetzt mittlerweile. Die Deutschen haben die Franzosen besiegt. Die Italiener hängen in Afrika fest, wie so häufig. Eigentlich immer. Ja, die Frage ist jetzt, wie geht's jetzt... Ah, wohl, das ist doch die Insel da, oder? Naja, das ist die Insel, okay. Ich wollte schon sagen, wo ist der jetzt gelandet? Und dann gucke ich mal so, ist noch die kleine Insel da. Okay. 18. April kann ich wieder verschieben, okay. Meine Flotte ist noch im Aufbau, genauso wie meine motorisierten Infanteristen. Ah ja, total vergessen, was ich noch sagen wollte. Freunde,
Ihr wolltet ja vielleicht wissen, wie lange ich dieses Let's Play überhaupt noch mache. Denn ich habe ja geplant, es irgendwann mal zu Ende zu bringen. Ja, irgend so weit habe ich mal gedacht. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Moment. 42 erst. So, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich wollte ja nach diesem Let's Play mit Arsenal of Democracy, also der neuesten Version von Hearts of Iron, wollte ich ja dann ein Deutschland-Let's Play machen, in der ich nicht nur euch Deutschland zeige, sondern euch auch meine selbstgeschriebenen Events mal vorführe. Events wisst ihr ja mittlerweile schon, was es ist, wenn ihr meine Videos verfolgt. So, die kann man ganz einfach selber schreiben, wenn man weiß, wie es geht. Das ist so eine kleine Modding-Arbeit, die tue ich halt recht gerne. Und auch recht gut, wie man halt manchmal sieht. Ja. Und dann könnte ich euch ja meine Events da zeigen, die ich schon teils selber gemacht habe. Das sind allesamt sehr feine Events. Und ja. Die meisten, die sind halt auf Deutschland bezogen. Es sollen noch ein paar kommen, für andere Nationen. Aber das dauert ein bisschen, bis ich da soweit bin. Und mal ganz ehrlich gesagt, das geht nicht so schnell. Also nicht sagen, ja, jetzt, jetzt! Nein, das dauert was, das ist ein bisschen komplex. Das ist ein bisschen wie Programmierarbeit. Ein klitzekleiner Fehler. Und ja. Gott. Warum wollen mich die Briten denn verarschen? Was habe ich ihnen nur angetan? Leute, sagt's mir bitte. Was habe ich den Briten angetan? War ich wirklich so böse zu ihnen? Aber warum steht keiner in Singapur? Habe ich da nicht einen hingestellt? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es vielleicht? Ganz bestimmt. Ihr verfolgt ja meine Videos. Ich tue es ja nicht. Ich mache sie nur. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben, aber es macht ja nichts. So. Ich weiß nicht, warum da plötzlich Australier. Was? Iraker? Alles klar. Ich glaube, ich bin besoffen. Ja. Uns lustig Staat hat Singapur besetzt. Guck mich an, ich bin groß, ich bin fett, hab einen komischen Bart. Nee. Das geht ja gar nicht. Also, nee. Pfui, ey. Direkt zerschlagen, die Sau. Okay. So, wann schweigst du denn mal da anzukommen? Bald, gut. Dann würde ich vorschlagen, killen wir erst den da und dann den da unten. Dann haben wir Port Moresby erobert. Und dann ist die nächste Landeoperation in Australien. So, und ich glaube, ich habe irgendwie gar nicht wirklich zu Ende erzählt, was ich vorhabe. So, wie lange dieses Japan-LP noch gehen wird. Ja. Also. Was macht der denn da? Egal. Ich kümmere mich gleich um ihn. Was denn jetzt? Ne, komme ich gar nicht hin, oder? Nein, komme ich nicht. So, also. Ich habe mir gedacht, zuerst tue ich Australien erobern. Ja. Dann tue ich Neuseeland übernehmen. Vielleicht rücke ich noch so ein bisschen Persien ein. So bis zum Suezkanal, also bis zur Küste Afrikas schon fast. Oder bis zur Grenze Afrikas, wenn man schon so will. Ich habe zwei Schiffe bekommen, da fehlt aber einer. Also bis dahin soll schon meine LP gehen. Und dann will ich etwas machen, was ich noch nie geschafft habe bisher. Und zwar mit Japan die USA besetzen. Jawohl. Ich werde den USA den Krieg erklären. Und dann werde ich ihnen mal richtig schön in den Arsch treten. Natürlich werde ich dabei auch die Philippinen besetzen. Kein Ding. Das mache ich auch gerne. Hier. Dieser Drecksstaat. Guyam werde ich besetzen. Die Insel da. Das sind so die Gebiete, die der USA gehören, die so mitten in mein Reich sind. Deswegen gefällt es mir auch nicht, wenn ich die nicht kontrolliere. Weil von da aus kann man ganz einfach einen Gegenangriff verursachen. Währenddessen versenke ich gerade einen Haufen Briten. Und wenn ich diese strategisch wichtigen Gebiete besetzt habe, dann geht es Richtung Pearl Harbor. Ja, genau das Pearl Harbor meine ich. Und das ist dann das nächste Ziel, das zu besetzen. Und dann weiß ich nicht, wie ich rüber nach Amerika komme. Irgendwie wird es schon gehen. Ich habe es halt bisher noch nie geschafft.
Ich habe es zweimal mit Deutschland geschafft, die USA Platz zu bekommen. Mit Japan bisher noch nicht. Insofern ist es eine schöne Herausforderung für mich und ich glaube, es ist auch ein würdiger Abschluss für dieses schöne Let's Play. Was haltet ihr davon? Gut, hoffe ich mal. So, es kann sein, dass jetzt der erste Part hier jetzt zu Ende ist. Kann es auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach 30 Minuten am Stück auf. Punkt. So, die Briten sind dumm und ja. Die schicken Ewigkeiten Transporter hin, wenn ich die alle abknalle. Man muss sie ja nicht schützen. Nein, man muss es nicht. Man kann es ja. Der Mensch.